So, was geht ab YouTube? Willkommen zum neuen Video. Dima kennt ihr bereits. Wir haben jetzt gerade Arme trainiert und er befindet sich nun 17 Wochen vor seiner ersten Show vor der Regional, 19 Wochen vor dem ersten Pro Qualifier und wir drehen heute einen Formcheck ab. Ja, Stefan ist heute zum Besuch im Eastside Mecca. Wie bereits gesagt, Arme trainiert, damit es irgendwann so ausschaut wie das da. Sind wir noch ein gutes Stündchen Training davon entfernt. Aber das Allerwichtigste ist nochmal Posing, das machen wir jetzt nochmal gleich. Genau. Formcheck und gucken wir mal, ob der Coach zufrieden ist oder nicht. Ich bin gespannt. Let's go! Genau, wir gucken uns jetzt ein Posing an. Einmal die Front relaxed. Unser Ziel war das in der Offseason jetzt auf jeden Fall seine Frame auszubauen. Das heißt, sein Latz ein bisschen weiter zu bekommen, das hat ihm letztes Jahr gefehlt. Vierteldrehung nach rechts. Füße komplett aneinander stellen. Komplett. Immer? Füße. Vierteldrehung nach rechts. Bisschen nach vorne. Und nach hinten hier. Vierteldrehung nach rechts. Füße ein bisschen mehr nach links. Jawohl. Und Luft raus. Doppelbizeps von vorne. Direkt. Lass dir Zeit. Jawohl, Lat Spread. Und Hüfte zurück. Auf die Zurück. Side Chest. Man sieht hier auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung zu letztem Jahr. Der Beinbeuger hängt viel tiefer. Greif mal hier. Jawohl. Und Schulter ein bisschen runter. Doppelbizeps von hinten. Nicht ganz so tief stellen diesmal. Jawohl. Jawohl. Lat Spread. Ganz bisschen mehr aufziehen. Hier ist auf jeden Fall Fleisch drauf gekommen. Side Tricep. Bauchbeine. Auf die Atmung aufpassen. Und. Jawohl. Most muscular. Denk an die Hüfte, damit du. Jawohl. Und nochmal Hands on Hip. Okay. Dima, was hattest du denn jetzt heute Morgen auf der Waage? 123,5. 123,5. Auf wie groß bist du? 1,78. Okay. Letztes Mal, letzte Saison, letzten Herbst, haben wir ihn in Rumänien in die 102 Kilo Klasse gedrückt. In Wien war er bei 106 Kilo. Wir schauen mal, wo er diesmal rauskommt. Wir schätzen eigentlich auf einem ziemlich ähnlichen Gewicht, aber mit verbesserter Form. Das heißt, proportionaler, ein bisschen schöner einfach insgesamt. Und hoffentlich mit einem viel besseren Posing. Ja, in der Offseason hat das ein bisschen vernachlässigt. Bauchkontrolle ist ein Thema. Man muss sagen, Dima hat einen sehr, sehr anspruchsvollen Job. Der arbeitet 14 Stunden am Tag. Das interessiert aber die Wettkampfrichter wenig. Es interessiert am Ende des Tages keinen. Aber wir hatten letzte Saison eine deutlich, deutlich schlechtere Ausgangslage vom Posing her. Und darauf können wir jetzt aufbauen. Und das ist das Ziel. Jetzt beginnt die Vorbereitung und ich halte euch auf dem Laufenden. So, Dima, was sagst du denn selber zu der Form, zu der Ausgangslage im Vergleich zu letztem Jahr? Na, so richtig zufrieden ist man nicht. Und wie soll ich sagen, man fühlt sich wie so ein Wasserbüffel. Aber wir haben ja noch sehr viel Zeit. Du hast gerade nach dem Posing noch was gesagt. Was denkst du, ist der Unterschied zu letztem Jahr auch bezüglich des Bauches? Naja, also was ich gemerkt habe, mir ist es dieses Jahr viel schwerer gefallen zu essen. Und das liegt einfach nur daran, dass der Bauch an sich kleiner geworden ist. Es ist nicht mehr so eine Kugel. Andi, ist das auch vorhin aufgefallen. Andi, liebe Grüße hinter der Kamera. Genau, Andi ist der Kamera. Ihm gehört das Studio hier, wo wir großzügigerweise drehen dürfen. Vielen Dank auch an der Stelle. Wir sehen uns ja täglich. Und Andi ist ja auch eine kleine Koryphäe, was den Sport angeht. Er macht das schon seit fast 40 Jahren gefühlt. Und ja. Ihm gehören auch die Pokale, die er am Anfang gesehen hat. Also, könnt ihr auch mal gerne auf der Instagram-Seite
vom Andi und vom Studio hier vorbeischauen. Dima und mir auf Instagram folgen, den Account abonnieren. Und schreibt doch mal gerne in die Kommentare, was ihr noch mit Dima und mir sehen wollt. Training, Posing, whatever. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.